Welche Auswirkungen hat Nährstoffmangel auf deinen Körper und welche Nährstoffe sind heutzutage überhaupt noch in der Nahrung enthalten? Wie können Sprossen deine Gesundheit, deine Schönheit und deine Vitalität verbessern? Und wie kannst du Sprossen am besten und am leckersten in deinen Speiseplan integrieren? Das alles erfährst du heute im Interview. Einfach dranbleiben, wir sehen uns gleich. Ganz herzlich willkommen zu diesem Interview. Sprossen stecken voller Vitamine, voller Nährstoffe. Das ist etwas, was wir schon wissen. Aber wir wissen auch, dass wir unsere Ernährung, dass unsere Ernährung unsere Medizin sein soll. Aber sind Sprossen wirklich die besseren Medikamente? Darüber sprechen wir heute mit der Ernährungsmedizinerin Iris Herting. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier mit dabei bist. Ja, ich freue mich auch. Schön, danke für die Einladung. Hallo. Ja, wir haben einen provokanten Titel gewählt. Sind Sprossen die besseren Medikamente? Sprossen sind ein Thema, mit dem du dich gut auskennst. Unter anderem vielleicht mal ganz kurz vorweg als Vorstellung für dich. Also ich habe gesagt, du bist Ernährungsmedizinerin. Du hast seit 4 Jahren eine eigene Praxis für Ernährungsberatung. Dort behandelst du Menschen mit chronischen Erkrankungen, auch viele Kinder, hast du mir erzählt. Bist aber auch verantwortlich für die Produktentwicklung und Qualitätsmanagement plus Beratung bei der Firma Vitasprosse. Und das ist auch genau der Punkt, der Grund, warum du dich mit Sprossen so gut auskennst. Und deshalb passt das doch heute wunderbar. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz so ein bisschen was über dich, wie du auf den Weg gekommen bist oder wie die Sprossen in dein Leben kommen. Ja, auf jeden Fall. Also mein Weg fing eigentlich an mit der chronischen Erkrankung meines Großvaters. Der ist an Krebs erkrankt, an Lymphdrüsenkrebs. Und ja, wir haben, beziehungsweise meine Mama hat ihn damals, da war ich erst 8 Jahre alt, durch Zufall mit den richtigen Büchern und mit der richtigen Ernährung geheilt. Sagt man jetzt, denn er lebt immer noch. Und das ist jetzt wirklich schon eine ganze Weile her. Das hat uns zum Nachdenken gebracht. Das hat unsere ganze Familie völlig umgekrempelt. Und es wurde dann wirklich umgestellt von irgendwie Toast morgens und irgendeinem, was weiß ich, komischen Essen abends, dann auf eine ganz neue Ernährung. Wir haben damals mit dem Dr. Brucker angefangen. Also das ist die Lehre, auf die meine Mama gestoßen ist. Die hat selber eine Praxis für Ernährung aufgemacht. Und ja, dadurch bin ich damit aufgewachsen. Ne? Ich habe erst mal gemerkt am eigenen Leib, was macht das mit mir, dieser Salat, diese Frischkost, so hieß es ja früher noch. Und dass es einfach Lebensmittel gibt, die einen völlig verändern können. Und ich bin damals von so einem introvertierten Kind, habe ich mich immer mehr verändert, habe so meine Leidenschaft für Lebensmittel, für die Gesundheit erkannt. Und mich hat halt immer interessiert, wie können wir für immer gesund bleiben und wie können wir es auch wieder werden, wenn wir mal krank geworden sind. Und dadurch habe ich mich für ein Studium entschieden, der Ernährungswissenschaften und Ökotrophologie. Es hat insgesamt 5 Jahre gedauert. Aber ich hatte das Glück, dass ich in der Zwischenzeit meinen Mentor, den Erdmund Hufnagel, kennengelernt habe. Und da ist mir so viel klar geworden, denn ich habe viel über Gemüse gewusst und auch viel über die Wirksamkeit von, was weiß ich, Vitaminen auf den Körper. Aber es war immer so ein bisschen das Thema, wie können wir uns denn gut versorgen mit den richtigen Nährstoffen, ne? Und dann wurde immer gesagt, auch durch die Monokultur, da ist eh nicht mehr so viel drin in unserem Wurzelgemüse. Und ich dachte immer so, was? Aber ich möchte immer gesund bleiben. Ich will alles für mich tun, was ich tun kann. Prävention betreiben für meinen eigenen Körper und mich auch wohlfühlen. Das ist ja das Allerwichtigste. Und dann hat er mir diese Sprossen vorgestellt und ich hatte davon schon gehört, aber ich war wirklich sowas von hin und weg, dass ich mit kleinen Samen, die einfach überall wachsen, die ich hier überall kaufen kann, die in meinem Garten wachsen. Also ich lebe hier zum Beispiel in der Altmark, das war früher das älteste Hanfanbaugebiet in Deutschland. Und dass man einfach die kleinen Samen einweichen kann, die erhalten so eine Energie und die Wirksamkeit hat mich wirklich umgehauen. Ja, so sind die in mein Leben gekommen. Ich habe viel geforscht, ich habe viel mit meinen Patienten empirisch gearbeitet und mich ganz wieder mit dem Thema beschäftigt und ja, bin einfach hin und weg. Ja, sehr, sehr schön. Dankeschön. Ja, also wenn wir auf die Frage mal eingehen, welche Nährstoffe sind heutzutage in der Ernährung noch enthalten, wenn ich zum Arzt gehe, zum Allgemeinmediziner und darum ein bisschen vielleicht über Ernährung mal spreche, da kommt in der Regel nicht viel. Also da kommt vielleicht die Frage, rauchen Sie, trinken Sie? Ja, aber da kommt sehr, sehr wenig zum Thema Ernährung. Ja. Und wenn man mal guckt, was ist denn das Lieblingsessen der Deutschen?
Schnitzel, Pommes, Burger, aus der Kantine. Stellen wir uns doch mal die Frage, was ist denn da überhaupt noch alles drin? Oder ist da alles drin, was wir brauchen? Was brauchen wir denn da überhaupt? Naja, ich bin ja auch im Studium groß geworden mit diesen ganzen DGE-Empfehlungen, ne? Also wo wirklich die Wirtschaft sagt und die Nahrungsmittelindustrie, die haben sich da in dieselben Gremien gesetzt und es ging dann darum, so und so viel Gramm, Mikrogramm pro Tag einfach an Magnesium, Kalzium zu essen. Ich muss ehrlich sagen, es hat mich völlig umgehauen, dass wir damals die Studien auswendig gelernt haben und gesehen haben, also eigentlich 50% der Deutschen bekommen nicht mal also nicht mal ansatzweise es hin, so viel zu essen, wie selbst die DGE empfiehlt. Und das ist ja nur auch wir wissen selbst mit viel Rohkosterfahrung und du bist auch ein Profi, wir wissen, wie viel mehr wir noch tun können, als die einfach normale Ansicht zu sagen, ess ein Apfel am Tag oder ist auch mal eine Möhre dazu, sondern es gibt ja auch so viele Lebensmittel, die sind roh, die sind vegan, die sind glutenfrei und die geben uns Energie ohne Ende. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich meinen Speiseplan auf Basis von sehr nährstoffhaltigen Pflanzen und Produkten aufbaue, wo kriege ich die her? Wie sind die angebaut? Und unsere Böden sind einfach heutzutage ausgelaugt, ne? Also ich komme hier aus einer sehr landwirtschaftlichen Gegend und jetzt mal abgesehen vom konventionellen Landbau, den also ich selbst nicht unterstützen kann, ist es aber auch bei dem biologischen Landbau so, ich sehe auch hier, ne, den Dinkel dann immer wieder wachsen und immer auf den gleichen Feldern. Auch da wird natürlich so ein bisschen Raubbau betrieben, dadurch, dass wir natürlich auch ja, den Bedarf haben, viel Gemüse zu essen. Und man muss wirklich sagen, die Nährstoffvielfalt in unseren Gemüsesorten hat wirklich nachgelassen, leider, dadurch, dass wir die Böden einfach so behandeln, wie wir es tun. Ja. Und dann ist es natürlich die Frage, wie kann ich trotzdem gesund bleiben und wie kann ich mich auch lecker und ausgewogen ernähren und auch alles bekommen, was man bekommen will. Und meine Antwort ist eben genau das Gegenteil von dem, was die Schulmedizin sagt oder die Nahrungsmittelindustrie sagt, die einfach sagt, hier hast du eine Pille, Magnesium fehlt dir, nimm das und dann ist alles gut. Im Gegenteil. Also ich habe da aus der Erfahrung heraus wirklich gelernt, beispielsweise ein Osteoporose-Patient, der dann vom Mediziner Kalzium und Vitamin D bekommt. Das ist ja vom Ansatz her schon auch richtig, dass ihm das fehlt und dass man auch sieht, Mensch, da liegt vielleicht auch die Ursache seiner Erkrankung. Aber die Supplemente kannst du dem 2 Jahre lang geben, es passiert nichts. Die Krankheit wird gar nicht besser. So, woran liegt es? Ja, wir brauchen nämlich die Mikronährstoffe aus natürlicher Quelle. Das ist wirklich der Knackpunkt und das Geheimnis der Natur vielleicht auch. Ne? Wir können nicht einfach irgendein Glukosestück da irgendwo an so ein Magnesiumpartikel binden und sagen, ach, jetzt leb mal damit, sondern unser Körper braucht diese Vielzahl an Nährstoffen, sekundäre Pflanzenstoffe, Mineralstoffe, Vitamine, so viele Sachen braucht er jeden Tag. Und das hinzubekommen, also meine Antwort ist Keime. Wirklich, Ja. Sprossen und Keime. Sag uns doch mal und nimm uns mit rein, warum in Sprossen denn da genauso viel drin ist. Also man sagt ja so, Sprossen sind so wie so kleine Kraftwerke oder Nährstoff, Mineralstoffbomben. Wie kommt es, dass die so voller Nährstoff stecken? Nimm uns doch ein bisschen mit rein. Also genau, also man muss sich vorstellen, im Stadium des wachsenden Samenkorns hat die Pflanze die meiste Energie, die meisten Mineralstoffe, die meisten Nährstoffe. Viele Leute denken, okay, die Sonnenblumenkerne, die Kürbiskerne, die kann ich auch so essen. Ja, die brauche ich gar nicht ankeimen. Aber im Stadium des Keimens, des Wachstumsprozesses, werden eben so Säuren in den Randschichten abgebaut. Das heißt, der Körper kann sie überhaupt erst aufnehmen und die Nährstoffe werden aktiviert. Und das ist wirklich der Knackpunkt. Es geht gar nicht darum, ich sage jetzt mal rechnerisch, sich alles zuzuführen an Magnesium, Kalzium, all sowas, sondern wie kann ich es im Darm denn richtig aufnehmen? Und die Sprossen haben eben den Vorteil, dass sie perfekt resorbierbar sind in unserem menschlichen Verdauungssystem. Und wir können dann wirklich die Kraft nutzen, obwohl wir vielleicht nur eine ganz kleine Menge davon essen. Ja, und das ist ja wirklich ein ganz großes Geheimnis, wo man eben sagt, man braucht eigentlich ganz, ganz viel Berge an Gemüse, Kräutern. Und das kann ich total unterschreiben. Aber bei den Sprossen ist es so, auf kleinstem Raum enthalten die geballte Kraft und Energie. Ja, und viel mehr als die Pflanze selbst es einfach hat. Und die braucht einfach zum Wachstumsprozess gehört einfach nur ein bisschen Wasser, ein bisschen Zeit, Sauerstoff, bisschen Liebe, finde ich auch immer. Dann wachsen sie besser. Ja, und ich kann dann einfach diese, also ich nicht nur
aus den Studien erfahren wir, dass wir zum Beispiel auch dann im gekeimten Sonnenblumenkern sogar Vitamin D haben. Im ungekeimten haben wir ihn nicht nachweisbar drin. Ja, sondern auch, wenn ich das wirklich in meinem Speiseplan täglich irgendwie integriere, und da sprechen wir vielleicht nachher noch drüber, wie man das am besten macht, dann kann ich wirklich, dann geht es mir viel besser. Ja, und dann kann ich meine Krankheiten vielleicht auch überwinden. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Sache, wenn man eben weiß, es geht nicht nur um Superfoods, die von ganz weit weg kommen, aus was weiß ich irgendwo, aus welchen Ländern, sondern es geht um die, um den Buchweizen, die Sonnenblumenkerne, die Kresse hier aus Deutschland, aus meiner eigenen Fensterbank. Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass in Gemüse, in den Dingen, die angebaut werden, auf den Feldern, in konventionellen Anbaumethoden, dass da eben immer weniger drin ist. Ja, die Böden sind leer, es hat viele verschiedene Gründe, die dazu führen, dass das, was bei uns auf dem Teller landet, immer weniger enthält an Nährstoffen. Vielleicht nimmst du uns mal ein bisschen mit rein, was das für Folgen für uns hat, wenn wir eben unter Nährstoffmangel leiden, weil ich habe bei mir persönlich sehr lange dafür gebraucht, eine sehr lange Reise, bis mir endlich jemand gesagt hat, lieber Andreas, dein Problem ist Nährstoffmangel, ja, und nichts anderes. Und wenn du mal anfangen würdest, deine Ernährung umzustellen und da wieder mal deinem Körper das gibst, was er braucht, dann würden da ganz erstaunliche Dinge passieren. Und, ja, wie siehst du das? Welche Auswirkungen hat Nährstoff? Genau, wie du schon sagst, Ursache von Erkrankungen kann einmal sein, ein zu viel an negativen Umständen, negativen Giften, sage ich jetzt mal, Stress, all sowas, aber eben auch ein Mangel an den ganzen Guten. Ja, und das ist auch das, was ich mit meinen Patienten und mit meinen Klienten auch immer wieder bespreche, dass ich nicht sage, am Anfang nehme ich euch alles weg, was ihr jetzt gerade esst, was vielleicht auch dazu gekommen oder dazu geführt hat, dass es euch jetzt so geht, sondern wir versuchen jetzt mal die gesunden Nahrungsmittel mit einzubeziehen in den Speiseplan. Also erfahrungsgemäß ist es wirklich so, wir hier in unseren Industrieländern essen einfach zu viel Getreide, zu viel Milchprodukte, zu viel tierische Produkte. Und wir nehmen gerade Gemüse und Obst eigentlich nur in erhitzter Form auf. Ja? Zum Teil sogar frittiert, gebacken, auf, ne? Also wirklich in der Industrie auch verwandelt. Ich sage jetzt zum Beispiel nur diese Smoothies aus dieser Plastikdose, die völlig pasteurisiert ist und aber trotzdem Smoothie heißen darf. Also mit dieser Ernährung bekomme ich einfach nicht alles. Ja, ich habe einen Mangel an essentiellen Aminosäuren, an Fettsäuren, die mir fehlen. Enzyme fehlen mir völlig. Ja, wenn ich mich nicht ganz, ganz ausgewogen und ganz gesund ernähre. Und die Folgen sind einfach erstmal die unspezifischen Symptome. Die kommen immer vor einer chronischen Erkrankung. Das heißt, man muss wissen, damit eine chronische Erkrankung entstehen kann oder ein richtiges Leiden, muss einfach eine ganze Weile lang all Dinges schieflaufen, weil unser Körper ist wirklich ein Wunderwerk, der kann ganz viel puffern. Aber gerade Kopfschmerzen, Müdigkeit, eine fahle Haut, das fehlende Strahlen vielleicht im Gesicht, in den Augen, spröde Haare, eine kaputte Haut, Müdigkeit, Abgeschlagenheit sind so die ersten Zeichen, dass der Körper nicht alles bekommt, was er braucht. Ja? Und das kennen ganz, ganz viele. Und ich muss auch ehrlich sagen, auch die Menschen, die zu mir kommen mit einer chronischen Erkrankung, die sagen dann das so nebenbei, ach ja, Kopfschmerzen habe ich auch immer oder schon immer gehabt. Oder ich bin auch gar nicht leistungsfähig. Ich stehe morgens auf und denke mir so, keine Lust, ne? Und das ist immer ein ganz schwieriges Zeichen, weil das heißt schon, dass die Prozesse in unserem Körper nicht richtig ablaufen. Unsere Organe können nicht richtig miteinander kommunizieren. Und es geht ja am Ende gar nicht darum, perfekte Werte auf dem Papier zu haben oder also was, sondern dass der Stoffwechsel wirklich richtig gut funktioniert. Und wenn der irgendwann aufhört zu funktionieren, dann sind natürlich Darmprobleme als erstes angesagt. Also wir bekommen, unsere Puffermechanismen funktionieren nicht mehr. Haut, Haare, Knochen, Bindegewebe leidet eben sehr stark, wenn wir keine Mineralstoffe bekommen. Und auch wirklich starke Organschäden durch zum Beispiel auch eine Übersäuerung. Ja, also eine Übersäuerung kann ja nur entstehen, wenn ich zu wenig Mineralstoffe mir zuführe. Die belasten die Niere ganz stark. Und das ist wirklich ein Spiegelbild, was ich jetzt alles erzähle, wirklich von meinem Alltag in der Therapie. Und ich sitze dann manchmal mit meinen Patienten da, die sind dann auch erst 30 und haben dann eine chronische Darmentzündung, ja, die dann angeblich nicht mehr heilbar ist. Und die weinen dann und sind völlig am Ende. Ja. Oder Krebspatienten, die wirklich sagen, Mensch, wo kommt das jetzt her? Und was habe ich jetzt falsch gemacht im Leben? Aber
Das Wichtige ist, glaube ich, auch die Selbstverantwortung für seinen eigenen Körper dann auch zu übernehmen und wirklich zu sagen, woran kann es jetzt liegen? Und damit ist eigentlich, also mit dieser Mangelernährung an Vitalstoffen, alleine jetzt aufgrund des Speiseplans, den die Leute mir dann zeigen, ist fast alles zu erklären. Und das finde ich so interessant, ne? Also viel ist wirklich, dass der Körper erschöpft. Der kommt aus so einem Erschöpfungszustand auch nicht wieder raus, weil wir einfach auch nicht reagieren und weil wir das so laufen lassen, uns dran gewöhnen. Und dann irgendwann kommt die Erkrankung. Und das ist bei jedem eben anders, ne? Der eine bekommt Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der andere eben auch Depressionen, Burnout-Erscheinungen oder einfach wirklich richtige Organschäden oder eben Krebs. Ja, also Deutschland ist eines der kränkesten Länder auf der Welt. Wir haben wirklich, die Prävalenz von chronischen Erkrankungen steigt unheimlich hoch. Und jetzt, dass man sagt, der Altersdiabetes ist jetzt schon bei jungen Leuten zu finden, ist ja nur die Spitze vom Eisberg, ne? Wir haben jetzt auch ein Leaky-Gut-Syndrom bei einem Zweijährigen oder wir haben schon Knochenabbau bei einem Kind, ja, also bei ganz jungen Menschen. Und das ist einfach, so kann es nicht weitergehen. Und es muss ja irgendeinen Grund haben, ne? Und alle, immer wird durch die Schulmedizin gesagt, Mensch, es liegt immer an der Genetik. Ja, aber am Ende ist es so, wenn nach Generationen wirklich die Erkrankungsraten so stark steigen, müssen wir uns wirklich fragen, was machen wir in unserem Alltag falsch, ne? Und die Ernährung ist das, woraus wir unsere ganze Energie schöpfen. Die Sonne natürlich ja. Auch und die Liebe, aber die Ernährung ist ganz viel für uns und kann eben Wunder bewirken. Ja, du hast da sehr viele wichtige Dinge gesagt. Was ich vielleicht nochmal aufgreifen möchte, sind etwas, was mir wichtig ist. Also es ist wirklich diese zwei Säulen, diese eine Säule der Gifte, die Alltagsgifte, die allgegenwärtig sind, immer mehr, wenn man vergleicht vor 100, vor 200 Jahren, was wir heute aus der Körper, was mit Giften sich auseinandersetzen muss, mit einer Vielzahl, 10.000, 100.000 von Stoffen, die es einfach vorher nicht gab, womit fertig werden muss. Das ist das eine. Und das andere ist eben das Fehlen von Nährstoffen, beziehungsweise eben das, worauf wir eben darauf achten müssen, dass wir da gut versorgt sind. Ne? Und wenn wir diese beiden Dinge beachten, da kann man schon sehr, sehr viel mit erreichen. Heute gehen wir halt ein bisschen intensiver auf das Thema Nährstoffzufuhr ein und ja, was für wunderbare Möglichkeiten wir dadurch sprossen haben. Da wollen wir jetzt gleich ein bisschen mehr drauf eingehen. Und zwar eine Frage habe ich noch. Du sagst ja eben auch, dass Getreide viel zu viel gegessen wird. Heutzutage das Problem ist, auch wenn man jetzt so eine Sprosse mal angucke, da haben wir ja oft, wir reden von einem Samen. Das kann ja auch jetzt irgendein Getreide sein. Und da haben wir ja Stärke drin. Ist diese Stärke jetzt ungesund oder wann ist sie ungesund? So muss man fragen. Die wird ja auch irgendwie umgewandelt. Da kannst du ein bisschen was zu der Verwandlung vielleicht so sagen. Ja, also gerade das ist eben so der Punkt, dass das Getreide, was gegessen wird, natürlich nicht gekeimt ist in Deutschland. Dann hätten wir die Probleme vielleicht nicht so sehr. Ne? Wir müssen immer uns so ein bisschen fragen, aus der ganzen Vielfalt an Getreide oder Pseudogetreide wie Buchweizen zum Beispiel, werden immer nur so 2-3 Sorten gezüchtet. Und immer wenn ich über eine starke Züchtung innerhalb von ein paar Jahren zum Beispiel ausgehen kann, dann weiß ich auch, diese Körner, diese Sorten sind nicht mehr so, wie sie es mal waren. Wir bekommen die Ursorten nicht mehr. Das beste Beispiel ist Weizen. Ja? Beim Weizenkorn ist nicht nur das Gluten, also das Eiweiß, das Problem, da würde ich eher weniger sagen, das Kohlenhydrat, sondern eher das Eiweiß ist das Problem, was uns eben verstopft und was uns verklebt von innen. Sondern auch eben diese Züchtung, weil es ist ja völlig unnatürlich, also die Beschaffenheit des heutigen Weizenkorns ist eigentlich unnatürlich. Sowas hätten wir vor 30 Jahren noch gar nicht gehabt. Das geht nur, weil wir einfach immer so einen starken Züchtungserfolg haben wollten. Und deswegen ist es eben so, ich würde immer davon absehen, mittlerweile ist Dinkel auch schon ein Teil von dieser stark gezüchteten Sorte. Ja, also wir haben zum Teil gar keine Unterschiede mehr oder gar keine Riesenunterschiede mehr, wie das früher so war zwischen Weizen und Dinkel. Also es gibt einmal diese Geschichte, dass man eben natürlich, wenn man diese Sorten wie Weizen zum Beispiel weiterverwendet, auch wenn es Bioqualität ist und auch wenn ich, und dazu komme ich gleich, beim Keim natürlich das Weizenkorn völlig umwandle und völlig verändere, habe ich trotzdem immer noch das Problem der Züchtung. Das Problem, dass ich die Pflanzenschutzmittel irgendwo brauche, auch im biologischen Anbau. Es ist ja wirklich, man muss sich das wirklich fragen, möchte ich das unterstützen? Und es birgt einfach gesundheitliche Probleme, weil das Korn ist nicht mehr das Korn wie von früher. Ja. Und
Aber durch das Keimen, und das ist eben das Schöne, kann ich auch so Ursorten wie Kamu zum Beispiel, ja, oder Emma oder solche Sachen verändern, insofern, dass der Glutengehalt des Getreides sich umwandelt und geringer wird, besser verdaulich wird. Bei Getreide haben wir auch das Problem, dass die Randschichten wirklich starke Säuren beinhalten, die wirklich auch nicht gut für das Verdauungssystem sind. Und wenn ich die Samen eben keime, bringe ich sie zum Wachsen. Und es ist wirklich so, dass selbst Menschen mit Zöliakie gekeimte Brote zum Beispiel aus Dinkel und Urweizen noch essen können. Und das finde ich ja, das ist ja grandios. Also ja. Unter dem Mikroskop kann ich nicht sagen, dass da gar kein Gluten mehr drin ist. Da sind schon noch Spuren davon drin, ne, worauf diese Menschen ja auch reagieren. Aber ich habe das Weizenkorn, das Dinkelkorn, das Emmerkorn, Kamutkorn völlig verändert. Und dadurch ist das Kohlenhydrat wesentlich besser zu verstoffwechseln. Ja, es ist nicht mehr so schnell verfügbar. Und wir haben natürlich auch die Mineralstoffe, die Ballaststoffe in dem Verhältnis, wie wir sie auch brauchen, um das alles gut verdauen zu können. Ja, es ist eben so, dass ein Getreidekorn ein sehr komplexes Lebensmittel ist, sage ich jetzt mal, nochmal ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel eine Hülsenfrucht oder eine Nuss. Und da müssen wir einfach mit mehr Liebe und mit mehr Verdauungskraft rangehen. Und das ist das Einzige, was ich noch dazu sagen will. Eigentlich haben wir die Kraft der Verdauung und der Umwandlung des Getreidekorns eigentlich in unserem Mund. Die Amylase, der Speichel ist eigentlich dafür da, dass er solche potenziell schwer verdaulichen Produkte wirklich für uns aufschlussbar oder aufschließbar macht. Und was machen wir? Wir schlucken aber das Brot trotzdem so runter. Also wer kaut das Brot schon 30, 40 oder bis 100 Mal? Ne? Ja. Und das ist eben auch nochmal so ein Thema. Aber auf jeden Fall finde ich, dass man den Sortenreichtum nicht vergessen darf. Also man darf nicht sagen, ich kenne nur Weizen, ich kenne nur Roggen oder Dinkel. Das sind die drei Sachen, die ich zu Hause habe, die ich kenne. Sondern man kann wirklich auch auf andere Sorten zurückgreifen. Quinoa, Amaranth, Buchweizen. Ja. Ja, dann lass uns doch ein bisschen jetzt langsam in die Praxis übergehen. Ja? Also welche Sprossen kann ich denn verwenden? Gib uns ein bisschen was an die Also Hand. Man kann alle Sprossen verwenden. Man sagt, so bei den Bohnen, da gibt es so ein paar Ausnahmen. Also bei Bohnen, da muss man ein bisschen aufpassen, bei Erbsen zum Teil auch. Aber alles andere, was Samen sind, was Getreide oder Pseudogetreide sind, was auch Hülsenfrüchte sind, kann man wunderbar keimen. Und da ist es wirklich so, da kann jeder auch nach seinem Geschmack gehen. Ne? Also ich finde es immer ganz schön, wenn man sagt, ach Mensch, probier doch mal die Radieschenkeime. Und manche sagen, die sind mir irgendwie zu scharf, das ist mir ein bisschen zu herzhaft. Denn ich mag lieber irgendwie die Kichererbsen oder ich mag lieber die Linsenkeimlinge. Also am Ende kann man wirklich alles keimen. Und es gibt einfach die Möglichkeit zu sagen, man isst sie dann wirklich in der Form des ganz frisch gekeimten Kornes, wo das Samenkorn noch richtig schön knackig ist, wo wir einfach sehen, da kommt ein ganz kleiner Keimling raus. Das ist so eine Form, die ganz lecker ist über Salate, finde ich, weil das so richtig schön nochmal so einen Biss hat. Oder ich warte, bis die Pflanze richtig so ein paar Zentimeter groß ist. Oder ich lasse sie einfach auf der Fensterbank in ein bisschen Erde noch höher wachsen und schneide mir das Grün ab. Ja, also da gibt es in wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Da kann ich dann auch rote Beetesamen einfach ein bisschen hochziehen lassen und dann das Grün von essen. Gras ist natürlich auch ein Riesenthema, Gerstengras oder solche Sachen. Und genau, also man sollte, finde ich, diese ganzen Samen nicht vergessen, gerade Braunhirse. Also die Braunhirse, die muss ich unbedingt jetzt sagen. Wenn du mich nicht mehr fragst, dann muss ich das gesagt haben, weil die ist wirklich so nährstoffreich, und wenn wir über Haare, Haut, Bindegewebe und auch so diese Ausstrahlung sprechen, dann ist das Silizium in der Braunhirse wirklich nur noch da drin. Ne? Das hatten wir früher in den ganzen Wurzelgemüsesorten in hoher Form enthalten, und jetzt haben wir eben die Braunhirse, ich kann es dir mal ganz kurz zeigen, die sieht so aus, schöne Farbe. Und die kann man ganz toll keimen. Ich finde auch, die Brokkolisprossen sollte man vielleicht herausstellen, nochmal als auch wissenschaftlich begründete Kraftform von der Same. Da haben wir eben die Senföle ganz stark drin, das Sulforaphan, welches sogar die Krebsstammzelle angehen kann und einfach bei Tumorwachstumsprozessen wirklich Einhalt gebietet und uns da Prävention und Therapie auch ermöglicht. Ja. Ja, also so viel zum Stichwort, sind Sprossen die besseren Medikamente? Fragezeichen. Okay. Die Antwort muss hier jeder selber finden, die können wir jetzt hier nicht. Ja, also da sprechen wir nicht von Gesetzen, aber es ist einfach ganz interessant zu sehen, es ist mehr als interessant zu sehen, was da alles möglich ist. Und du sagst das so, aber für viele Menschen bedeutet das eine riesengroßen Unterschied, diese Informationen, die wir hier weitergeben. Ja, und ich finde, man muss immer sagen, am Ende ist es so,
wir brauchen irgendwo auch die Schulmedizin, wir brauchen auch die Therapien und ich muss auch eine Lanze für die Ärzte brechen, die machen wirklich ihr Bestes und die sind bei akuten Erkrankungen sehr, sehr wichtig und das ist schon in Ordnung, nur bei diesen chronischen Leiden und wenn es einfach nur ein Kopfschmerz ist, der uns immer wieder begleitet oder einfach eine Unzufriedenheit mit Haare, Haut, irgendwas oder dann auch vielleicht eine Osteoporose, dann ist es doch so, versucht man doch lieber alles, bevor man die Medikamente gleich nimmt, und zwar mit der Nährstoffauffüllung, mit der Auffüllung des Speichers des Körpers und auch einfach mit der Hinterfragung des eigenen Lebensstils. Ne? Einfach mehr zu schauen, wo ist meine Selbstverantwortung, wo liegen die Ursachen. Und da braucht man gar nicht unbedingt immer die Therapeuten, die Ärzte, kann man sich selbst einfach auch mal fragen und schauen, könnte ich noch was verbessern? Und wenn man mit die Antwort darauf ja ist, dann finde ich, kann man alles an Liebe da reinlegen und dann auf, zum Teil wirklich auf Wunder hoffen. Also ich habe wirklich Menschen schon sehr, sehr dankbar gesehen, die dann auf ihre Medikamente irgendwann verzichten konnten, weil sie ihre Speicher wirklich bis oben hin vollgefüllt haben. Und da haben die Ärzte selbst gesagt, sie sind ja gesund, da ist ja nichts mehr, das ist ja eine Wunderheilung. Ne? Und dass hinter der Wunderheilung ganz viel Keimung, Sprossung und Gemüseeinkauf steht, das sehen die Ärzte vielleicht jetzt nicht so, dafür haben sie die Zeit vielleicht auch nicht so sehr. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man, bevor man sich darüber dafür entscheidet, Medikamente oder auch Nahrungsergänzungsmittel, finde ich auch ein wichtiges Thema, zu nehmen, wo bekomme ich dieselben Sachen in der Natur? Weil am Ende sind wir natürliche Wesen und die Natur hat immer recht. Ja? Und da können wir uns auch viel billiger am Ende versorgen als mit Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamenten. Ja, da gebe ich dir 100% recht, dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Also genauso ist es, die Natur ist perfekt und daran sollten wir uns halten. Und für meine Begriffe werden eben auch viel zu schnell Medikamente ausgeteilt, verteilt. Gut, da steckt natürlich eine riesengroße Industrie hinter und so weiter und so fort. Wollen wir jetzt gar nicht tiefer darauf eingehen. Aber Selbstverantwortung ist da genau der Punkt. Jeder muss sich da an die eigene Nase packen, weil ich bin es letztlich, der die Dinge einschmeißt. Und ich habe es ja früher auch gemacht, ne? ohne das zu filtern. Einfach nur, der Gott in Weiß sitzt da und nach 3 Minuten weiß er, was zu tun ist. Und dann gehe ich zur Apotheke, ja. Schmeiß ein und die Kopfschmerzen weg oder was auch immer und alles ist gut. Ja? Aber was das auch für Folgen hat und so weiter und so fort, wie gesagt, da muss man halt muss ein Umdenken passieren und da ist eben jeder Einzelne gefragt. Und deshalb auch dieses Interview. Ja, und ich empfehle es auch wirklich jedem, auf sich selbst zu hören, auf die innere Stimme zu hören und da vielleicht auch ganz achtsam mit sich umzugehen und es gar nicht erst so weit kommen lassen. Wenn ich mit so einer chronischen Erkrankung vorm Arzt dann sitze, dann ist das eine ganz schwere Entscheidung und ein ganz harter Weg, dann mit der Ernährungsmedizin jetzt ganz schnelle Erfolge zu bekommen. Ja, ich habe jetzt hier einen Tumor, der ist so groß und bis nächsten Freitag muss der weg sein. Also so funktioniert es auch nicht. Aber ich finde es eben schön, gerade wenn es einem gut geht und wenn man sagt, Mensch, was kann ich noch für mich tun? Vielleicht aus einer Sorge, aus einem Leid heraus, sondern aus einer Neugier, vielleicht mehrere Sachen auszuprobieren, wo man wirklich merkt, wow, mir geht's ja viel besser, ich schlafe viel tiefer, also die Leute sprechen mich an, man merkt mir irgendwie an, dass es mir besser geht. Dann ist es mit nicht so viel Druck verbunden und wir haben einfach so dieses kann und nichts muss, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, genau. Und da kommt es immer darauf an. Der eine Mensch steht hier und kann präventiv arbeiten. Ich finde es immer toll, wenn jemand präventiv arbeitet, weil dann hat er wirklich schon ein sehr großes Wissen zum sehr frühen Stadium. Bei mir war es ja eher andersrum. Also bei mir war es schon meilenweit fortgeschritten, bis ich dann gezwungen wurde, irgendwann mal ein paar Alternativen auszuprobieren, weil das, was die Schulmedizin gemacht hat, hat eben keine Früchte getragen. Ja, wir wollen zurück zur Praxis. Also, wenn ich jetzt sage, ich möchte Sprossen mehr in mein Leben verwenden, du hast uns jetzt ein paar schöne Beispiele genannt, welche Sprossen denn da möglich sind. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz sagen, also es gibt natürlich auch jede Menge Anleitungen im Internet, wenn man nachguckt, ja, wie kann ich jetzt Sprossen ziehen und so weiter und so fort. Vielleicht gibst du uns mal ganz kurz einen Überblick, was ich jetzt, wenn ich jetzt die Samen habe, wie ich sie am besten ankeime. Also ganz klassisch ist ja so ein Sprossenglas, das kennt glaube ich auch jeder, das gibt es mit Plastik, ohne Plastik, kann man sich auch alleine machen. Und das ist für kleine Mengen sehr, sehr gut. Ja, wenn man sagt, man fängt an, man macht sich da so ein paar Samen rein, so funktioniert es meistens, dass man einfach ein paar Samen so auf den Boden macht, sie dann einweicht mit Wasser, die verdoppeln zum Teil auch ihr Volumen oder verdreifachen es, weil sie dieses Wasser ja aufziehen und dann weicht man die Samen einfach für mehrere Stunden ein. Das ist von Saat zu Saat unterschiedlich, das sage ich gleich nochmal. Und man gießt dann einmal das Einweichwasser weg und kann eben die Samen hier auf diesem Sieb liegen lassen, sodass das Wasser abtropfen kann,
die aber in so einem feuchten Milieu sozusagen bleiben, um diesen Wachstumsprozess eben anzukurbeln, ja. Und dann wachsen die hier drin und nach so ein paar Tagen habe ich sie zur Verfügung. Ich finde auch eine schöne Möglichkeit, diesen Kresse-Igel zum Beispiel, dieses Tongefäß zu nehmen. Und wenn man sagt, man möchte größere Mengen von Samen haben, dann ist es doch ganz gut, auf einem Sieb zu arbeiten, ja, weil man darf nie vergessen, das ist das, was ganz oft auch an mich herangetragen wird, dass die Leute sagen, hier, ich habe Kürbiskerne hier reingemacht, die schimmeln. Oder Hanfsamen, ne? Und man darf nicht vergessen, die Samen brauchen auch Luft. Die wollen nicht in so einem abgeschlossenen Raum bleiben und so vor sich hin miefen, sage ich jetzt mal. Das merkt man auch, wenn man die riecht. Also so, der Geruch ist immer sehr, sehr wichtig, dass das nicht muffig riecht oder schimmelig. Denn die Samen brauchen wirklich, ja, ich sage jetzt einfach Luft, ne? Und das ist auch vielleicht gar nicht schlecht zu sagen, man nimmt sich ein Küchensieb und versucht beim Einweichen, beim Spülen, darauf zu achten, dass genug, dass sie schön auseinander liegen, ne? Schön weit auseinander, dann bekommt man es auch hin, dass man ohne Schimmel keimt. Das heißt, also die wichtigsten Schritte beim Keimen ist das Einweichen, am besten mit gefiltertem Wasser, ja, also auf die Wasserqualität achten, dann auf die Qualität der Samen natürlich achten, keimfähige Saaten kaufen, ja, Bio-Saaten kaufen und wirklich ausprobieren, welche Saat gefällt mir besser, welche nicht so gut. Dann ist das Einweichen, wie gesagt, das große Thema. Dann müsste man es abgießen nach einer bestimmten Zeit. Und dann spürt man die Samen und wartet eben, bis der Keimprozess so weit ist, dass ich die Samen gerne esse. Und wie gesagt, den Keimprozess kann ich abbrechen, wann ich das möchte. Ja, also ich kann warten, bis die ganz klein sind. Ich kann sie auch schön lang wachsen lassen. Jeder macht das anders. Und wenn sie dann fertig sind, kann ich sie gut im Kühlschrank so ein paar Tage halten. Was jetzt die Einweichzeit angeht und auch die Keimzeit, muss man wirklich bedenken, was ist es für eine Saat, die hier vor mir liegt. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, zum Beispiel Hanfsamen. Jeder kennt vielleicht auch Hanfsamen. Die sind sehr hartschalig. Die muss ich länger einweichen als zum Beispiel Kürbiskerne. Ja, bei Kürbiskernen reichen zum Teil 6 Stunden. Hier kann es bis zu 12 Stunden sein, die ich einweichen muss. Ich habe jetzt hier eine sehr feine Hanfsaat. Manche weichen sie auch noch länger ein und bekommen eben dadurch das hin, dass diese Randschicht erstmal aufgebrochen wird. Man sollte auch darauf achten, dass man nicht zu viel Wasser verwendet und nicht zu oft spült. Beispielsweise Buchweizen keimt am besten, wenn ich einfach nur ein Drittel der Menge an Wasser dazugebe, es unterrühre, ja, nochmal ein, zwei Mal in einer halben Stunde nochmal nachrühre und dann einfach nur wartet und gar nicht spült. Weil man muss sich immer vorstellen, ich möchte ja in meiner Küche die natürlichen Prozesse, wie sie auf dem Acker oder auch in meinem Garten passieren würden, auch nachempfinden. Und keine Saat möchte nur im Regen liegen oder nur im Wasser liegen, zu feucht sein, zu wenig Luft haben, zu warm, zu kalt liegen. Also die optimale Temperatur auch zum Keimen sind so die 20 Grad ungefähr. Und das ist jetzt auch gerade, hier sind es gerade über 30 Grad. Und da muss man eben wirklich überlegen, gerade jetzt aufzupassen zu keimen, weil es darf wirklich nicht schimmeln. Also die Mikrobiologie ist ganz wichtig, um den Gesundheitswert zu beurteilen. Und das merkt man auch, wenn die so ein bisschen gelig sind oder so muffig riechen, dann sollte man es wirklich lassen. Also es ist wirklich viel mit Übung verbunden. Und ich habe auch eine Keimanleitung erstellt, die man auf der Website von der Vitasprosse gerne sich anschauen kann und auch mal da nachempfinden kann. Dann sieht man auch, wie unterschiedlich ist die Keimdauer, die Spüldauer bei einer Kresse, bei einer Hanfsaat, bei einer Linse und bei einer Mungbohne. Ne? Das sollte man wirklich der Saat anpassen. Also nicht immer gleich einweichen. Ja, also die werden wir natürlich gerne verlinken unter dem Video hier, dass jeder sich das runterladen kann. Das ist auch schon mal eine gute Hilfe. Also Dankeschön schon mal dafür. Ja, und dann wäre es jetzt vielleicht toll, wenn du uns vielleicht noch ein paar Tipps gibst. Tipps, wie man die Sprossen, wie und auch wo man die Sprossen am besten integrieren kann. Denn wenn ich mal so an meine eigene Nase packe, es ist oft so, es ist mal so phasenweise. Wir machen das ein bisschen, dann kommen so ein bisschen Salat rein. Aber dann gehen uns auch schon mal so ein bisschen die Ideen aus, was man jetzt damit macht. Das wird so wieder eintönig, wieder ein bisschen Pause. Ja. Aber es ist ja so viel mehr möglich. Ja. Also, du hast eben schon angegangen, Brot gesprochen. Und nimm uns mal ein bisschen damit rein, was für Möglichkeiten es gibt, wie ich die denn verwenden kann. Ja, also die Möglichkeiten in der Rohkostküche sind natürlich wirklich unbegrenzt. Und das ist ja auch das Thema, was wir auch gerne den Zuschauern vermitteln möchten, dass man sagen kann, so viel wie möglich roh essen. Ne? Und auch die Sprossen dürfen wirklich roh verzehrt und gegessen werden. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit.
Und da fängt es ja schon beim Frühstück an. Entweder ich sage, ich mache mir irgendwie mein eigenes Granola oder ich esse frische Früchte. Manche brauchen dazu eher eine Milch. Ne? Dann kann man sich die Hanfsamen zum Beispiel mit Wasser aufmixen, die gekeimten oder den gekeimten Buchweizen mit Wasser aufmixen, hat man eine schöne Milch. Oder man versucht einfach gerade auf frische Salate und auch schöne, wenn jetzt jemand abends gerne was Warmes essen möchte, ein Curry zum Beispiel, einfach da wirklich die Sprossen drüber zu machen. Auf die Ideen kommen eigentlich die meisten Leute, ne, weil diese frischen Samen schmecken ja auch sehr, sehr gut. Auch Kinder essen die immer ganz gerne so aus dem Töpfchen raus. Die Möglichkeit, die ich sehr, sehr gut finde und mit der ich auch große Erfolge habe bei Ernährungsumstellern, ist die getrocknete Variante. Das heißt, wenn ich die Samen quasi gekeimt habe, kann ich sie natürlich nur bei 40 Grad und sehr schonend, also wirklich in einem ganz guten Dörrautomaten zurücktrocknen. Wir bieten die Vavita-Sprosse alle in gekeimter und getrockneter Form an, sodass man die sich einfach kaufen kann. Der Aufwand ist schon relativ hoch dafür, aber ich erhalte einfach eine Saat, die sehr knusprig ist. Ja, ich habe nicht diese weichen, frischen Keimlinge, die auch super sind, aber ich habe nochmal eine ganz andere Form. Ich habe die Braunhirse zum Beispiel knusprig, ich habe den Buchweizen knusprig, die Sonnenblumenkerne habe ich knusprig. Ne, da gibt es zum Beispiel auch so eine leckere Variante, die ich den Chipsessern abends immer gebe, wenn da jemand zu mir kommt, der noch auf diese Süchte oder noch darauf ist, sag ich jetzt mal, da haben wir zum Beispiel gekeimte Sonnenblumenkerne mit Tomate und Paprika. Das kann man natürlich auch zu Hause machen und das schmeckt wirklich ganz würzig und ganz lecker und kann man einfach so wegknabbern. Also auch da darf man nicht vergessen, dass es auch für diese Bedürfnisse auch gekeimte Samen gibt, die man nehmen kann. Bei Vitasprosse nutzen wir die Keimsaaten für alles, für süße Rezepte und für herzhafte. Und das möchte ich auch jedem zu Hause raten, wenn man zum Beispiel sagt, man macht sich ein schönes Konfekt, ne, aus Trockenfrüchten, so in die Weihnachtszeit zum Beispiel geht das ja oft. Und man macht für die Lieben zu Hause so eine Süßigkeit, dass man halt was Süßes auch naschen kann, dann kann man auch da beispielsweise die Braunhirse mit einbeziehen, den Buchweizen mit einbeziehen, Sesam, ja, Sesam ist ja auch wahnsinnig lecker, ne? Also auch gerade so in Verbindung mit Zimt oder so. Wir haben hier so einen Hirsekonfekt, auch mit gekeimter Braunhirse. Wenn Cracker gemacht werden oder Brote gemacht werden, egal ob gebacken oder an Rohkostqualität, auch da würde ich immer einen Teil gekeimte Saaten dazugeben. Quinoa-Mehl zum Beispiel, ne? Gekeimten Quinoa kann man immer gut verwenden, gibt unheimlich viele Mineralstoffe und Vitamine und es macht so schön satt. Und ich habe jetzt hier mal ein Beispiel zum Beispiel für ein Rohkostbrot, ne? Das ist auch jetzt das Braunhirsebrot zum Beispiel von der Vitasprosse. Man kann das natürlich auch selbst machen, aber dieses Brot ist auch nur mit gekeimten Saaten hergestellt. Es ist unheimlich gut verdaulich, es schmeckt wahnsinnig lecker und das geht natürlich auch bis hin zu den Crackern, die wir super zu einem Salat essen können. Und auch jetzt gerade, wo es warm ist, ein frischer Salat, ein, zwei Cracker dazu, in denen wir vielleicht auch gekeimte Kürbiskerne mit eingebaut haben, ne? Und in Verbindung mit Gemüse natürlich. Dann haben wir immer wieder auch so diese sättigende und knusprige Variante der Keimsaaten, die man wirklich nicht vergessen sollte. Und genau, und selbst bei süßen Produkten, ich habe das dir vorhin schon gezeigt, das wird nachher so mein, mal gucken, mein Mittagessen, ich bin heute ein bisschen süßer drauf, gibt es hier so einen kleinen Buchweizentaler, ausgekeimtem Buchweizen und einer Dattel. Und das sind doch alles Sachen, ne? Ich kann meinen Süßhunger und meinen herzhaften Hunger damit stillen und kann sie wirklich überall mit einbeziehen. Jetzt habe ich bestimmt irgendwas vergessen. Ja, also erstmal hast du uns jetzt alle sehr hungrig gemacht. Das Wasser läuft uns jetzt alle im Mund zusammen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und was auch ganz wichtig ist, es macht auch wirklich satt. Ja, das ist also gerade den Menschen, die jetzt, sag ich mal, mit dieser Ernährungsform noch nicht so viel zu tun haben oder hatten, immer ganz, ganz wichtig. War mir auch mal wichtig, die Sorge, weiß ich, früher war immer ganz, ganz wichtig für mich, dass ich satt werde. Meine große Angst. Und das ist ja wirklich, und man lernt auch kennen, man lernt sich die ganz andere Seite von sich selbst kennen, wenn man sich also nährstoffreich versorgt und auch so ernährt, dass man plötzlich eine andere Form der Sättigung verspürt, nämlich, dass man eben plötzlich nicht dieses Verlangen hat. Oft war es früher so, dass ich gegessen habe und irgendwie das Gefühl hatte, ich war so unruhig. Was fehlt mir noch? So rennst du durch die Gegend und guckst hier noch und da noch und durchwühlst die Schränke und irgendwie ist man nur der Bauch voll, man ist aber nicht satt. Wenn man aber die Nährstoffe zu sich nimmt, dann ist man wirklich auf zellulärer Ebene satt. Richtig. Auch für weniger. Also sehr, sehr spannend. Und für all die, die es vielleicht noch nicht kennen, vielleicht auch mal ein Anreiz, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, das sind dann die Lernspeicher, die dann schreien, ne? Die nach dem, mit dem Hyper versucht werden zu befriedigen, aber das funktioniert einfach nicht. Und ich denke auch, da sind die Keimsaaten eine super Möglichkeit. Und ich würde auch für die Anfänger, würde ich immer so raten, gerade beim Frühstück wirklich immer irgendeine gekeimte Saat mit einzubeziehen.
es gibt eben viele Leute, die sagen, ich esse morgens Obst und ich esse Nüsse dazu oder je nachdem, ne, macht mir mein eigenes Müsli, meinen eigenen Salat. Und ich rate das immer und ich habe da eine sehr, sehr gute Erfahrung auch in der Therapie, gerade mit Leuten, deren Därme noch nicht so ganz gut sind, wo die Verdauung noch nicht so richtig funktioniert, die noch ein paar gesundheitliche Probleme haben, wirklich gleich morgens damit anzufangen. Ja, und da bieten sich verschiedenste Samen an. Manche mögen gerne früh schon die Hanfsamen mit im Müsli, andere mögen lieber die milden Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne dazu, der Buchweizen ist immer so ein Klassiker. Denn diese scharfen Kressesorten und diese leckeren Radiesiensprossen passen eben viel besser über den Salat. Ne? Aber dass man auch morgens zu dem Süßen, ne, oder zu den süßen Speisen wirklich schon die Keimsaaten mit dazu nimmt, weil die Verdaulichkeit wird viel besser und die helfen einfach auch, den Zucker des Obstes wirklich gut durch den Körper zu bekommen und man bekommt gleich morgens, weil der Körper will vormittags die Nährstoffe haben. Ja, nicht erst abends, sondern wir will die vormittags haben und das finde ich immer ganz wichtig. Und was ich auch noch sagen möchte, das habe ich vergessen, auch mit der Leinsaat. Ne? In der Rohkostszene wird oft die Leinsaat genommen und auch viele Menschen, die sagen, ich möchte ein gesundes Frühstück haben, die machen sich häufig so einen Leinsamen-Schleim oder solche Sachen. Auch hier habe ich viel bessere Erfahrung mit der gekeimten Leinsaat. Ne? Fettsäuren und die Eiweiße sind wesentlich besser zu verdauen. Genau, und wir fühlen uns besser damit. Ja, so, und was ich auch noch herausstellen möchte, ist eben, dass ihr bei Vitasprosse diese Möglichkeit habt, Samen anzukeimen und die dann zu trocknen, ja, und dann eben zu versenden. Und ich muss ja zugeben, und daher kam auch der Kontakt, dass ich großer Fan bin von diesen getrockneten Samen, zum Beispiel die Sonnenblumenkerne angekeimt, die mag ich immer sehr gerne auch morgens dann beim Frühstück mit dabei. Also das finde ich großartig. Und gerade für die, die sagen, es ist mir jetzt zu umständlich, das immer zu Hause selber zu machen, ja, oder einfach mal was da zu haben, es ist so praktisch und der Nährstoffgehalt ist ja trotzdem da. Richtig, richtig. Und sie sind einfach wesentlich länger haltbar, ne? Also über ein halbes Jahr haltbar. Ganz neu haben wir jetzt auch eben die Brokkolisprossen, die so gesund sind. Also wenn man sagt, die Senföle möchte ich extra mit einbeziehen in den Speiseplan. Einfach nur so eine Prise, ja, drüber machen, über egal welches Gericht, am besten über einen schönen Salat. Gerade jetzt zu der Zeit, wo wir unsere Energien ja auch tanken im Sommer. Aber auch für die Winterzeit eben ganz, ganz wichtig, ne? Also, dass wir da auch immer unser Grün haben. Das sind die Mungo-Bohnen zum Beispiel auch was Tolles, ne? Die haben dann, sorgen einfach dann für unseren Grünanteil. Und ja, also ich finde die auch super lecker und ich bekomme da auch wirklich die besten Feedbacks zurück. Ja, sehr schön. Das wusste ich noch gar nicht. Die werde ich beim nächsten Mal direkt mit ordern. Ja, in diesem Sinne noch ein kurzer Hinweis für alle die, die auch mal Interesse haben, bei euch da mal zu gucken, was ihr im Angebot habt. Und zwar, wenn ihr bei der Bestellung das Stichwort grün und gesund mit dabei schreibt, wenn ihr online bestellt, auf vitasprosse.de einfach ins Kommentarfeld bei der Bestellung grün und gesund reinschreiben oder telefonisch oder per E-Mail einfach das Stichwort grün und gesund mit, dann gibt es 5% Rabatt auf die Erstbestellung. Dankeschön für das Angebot, das ich dir gerne weitergebe. Ja, und ich danke natürlich sehr herzlich für die ganzen Informationen, die du mit uns geteilt hast. Das war sehr, sehr spannend, da mal, ja, das mal ganzheitlich zu betrachten und natürlich auch zu gucken, was für eine Power in den Sprossen drinsteckt, was das für positive Auswirkungen auf uns, auf die Gesundheit hat, auf Ernährung, auf Süchte, dass das auch viel, viel besser wird, dass die Schönheit besser wird, dass Schlaf besser wird und ganz, ganz viele Dinge, die Lebensenergie steigt und ich wünsche einfach jedem, dass, wenn er der Medikamente nimmt und wahnsinnig viele Menschen uns nehmen Medikamente, auch so Sachen, die schon fast gar nicht mehr als Medikamente wahrgenommen werden, so wie Kopfschmerztabletten oder solche Dinge, sind fast selbstverständlich. Ich wünsche jedem von euch, dass ihr einfach merkt, dass es Alternativen gibt, gesunde Alternativen und dass ihr wirklich was Gutes für euch tut auf diesem einfachen, wirklich total einfachen Weg, der auch so günstig ist und die Natur uns einfach so schenkt. Danke auch für eure Arbeit, die ihr macht, die sehr, sehr wichtig ist. Ich wünsche dir und deiner Arbeit bei Vitasprosse alles Gute. Sag nur mal vielen, vielen Dank. Und wenn du noch ein Schlusswort an uns hast, dann wäre jetzt die richtige Augenblick. Von mir aus auch alle besten Wünsche an jeden, der zuschaut. Ganz viel Spaß beim Ausprobieren, ganz viel Freude und Genuss. Das finde ich immer noch das Wichtigste. Ja, mit nach allem Theorie und Praxis gedöhnt, sage ich jetzt einfach mal, ist die Freude wirklich an dem gesunden Körper eigentlich das Allerschönste, was man erwarten kann. Und ich danke dir, kann ich absolut zurückgeben, auch für deine Arbeit. Das ist genau dasselbe, wollte ich dir auch gerade sagen. Weil ich denke, die Aufklärung ist einfach unheimlich wichtig und
sich einfach über Themen zu unterhalten, die noch nicht ganz so angekommen sind in den Küchen und in den Haushalten, wird immer wichtiger werden. Und ich denke, wir können da jeder voneinander auch lernen. Und ja, danke für das schöne Gespräch. Ja, danke dir. Und das Rezept bzw. die Anleitung mit den Tipps, die verlinken wir hier unten drunter. Also, vielen Dank. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch gerne einen Daumen hoch oder abonniere den Kanal hier bei YouTube oder trag dich ein für den Newsletter. Wir freuen uns, in Kontakt zu bleiben. Also, Dankeschön nochmal. Bis ganz bald. Alles Liebe, alles Gute. Euer Andreas von Grün und Gesund. Ciao.